wieder im gleichen Auckland. Ja, wir sind nochmal zurück in Auckland. Für 3 Tage werden wir noch Neuseeland nochmal erkunden. Nee, also wir sind hier, weil wir Auckland noch nicht gesehen haben und vor allen Dingen, weil wir hier umsteigen müssen, um dann nach Südamerika zu fliegen. Also noch ein bisschen Sightseeing. On the road again. 6 Wochen Neuseeland liegen vor uns. Nein. Wir mögen Roadtrips und nein, keine Sorge. Wir haben uns aber einen Mietwagen genommen für die 3 Tage. Macht einfach irgendwie mehr Sinn. Wir haben es ein bisschen hochgerechnet, weil das Shuttle und die Transportsachen hier sehr teuer sind. Und dann haben wir ein Airbnb genommen, was ein bisschen außerhalb ist. Und so sind wir ein bisschen flexibel. Das ist unser Airbnb. Ich stehe hier gerade im Flur. Hier ist eine kleine Küche. Sitzmöglichkeit. Und hier ist ein großes Bett. Und ganz wichtig, Fernseher für die WM. Genau. Und da geht es dann raus, beziehungsweise noch ins Badezimmer. Guten Morgen! Morgen! Also es ist fast schon Mittag. Wir haben heute nämlich den Tag erstmal genutzt, um ein kleines Paket fertig zu machen, was wir nach Hause schicken mit Wintersachen, die wir nicht mehr brauchen. Yay. Genau, jetzt wird es nämlich hoffentlich wieder wärmer, da wo wir hingehen. Jetzt heißt es aber für uns erstmal Sightseeing und zwar sind wir an der Uni in Auckland und schauen uns jetzt hier ein, zwei Sachen an. Genau. Los geht's! Genau. Das Old Government House. Sieht aus, als wäre es aus Stein, ist aber aus Holz. Wir sind auf dem Mount Eden, nicht besonders hoch, aber Auckland ist auch nicht besonders hoch. Und hier hat man eine ganz schöne Aussicht auf die Stadt. Wir sind am One Tree Hill, also frei übersetzt ein Baumhügel. Hier sind immer mehr als ein Baum und die Geschichte dahinter ist, dass also die Majoris, die haben den einen Baum, der hier früher drauf war, das war ein spiritueller Baum für die, also ein heiliger Baum. Und als die Engländer kamen, haben die den 1850 erstmal abgeholzt und haben einen neuen gepflanzt. Und der war natürlich dann nicht mehr heilig für die Majori. Und dann haben 2012 haben Maori-Aktivisten den Baum, der hier stand, komplett platt gemacht. Und dann gab es eine lange, lange Zeit Streit. Und man hat sich darauf geeinigt, hier hinter mehrere Bäume jetzt anzupflanzen und jedes Jahr den schwächsten rauszukicken, bis man dann im Jahr 2026 nur noch bei einem Baum angekommen ist. Du bist der Schwächste, du fliegst! Genau.
Guten Morgen! Morgen! Vielleicht sehen wir heute ein bisschen müde aus. Das liegt daran, dass wir heute Morgen um 6 Uhr der deutschen Nationalmannschaft die Daumen gedrückt haben. War ein krasses Spiel. Wir sind ein bisschen müde, aber wir haben jetzt noch ein paar Stunden hier in Oakland, bevor es dann für uns nach Südamerika geht. Yay! Wir hatten eine tolle Zeit in Neuseeland und werden bestimmt noch ganz schön lange davon sprechen und uns immer wieder Fotos und Videos angucken. Und auch in Fiji. Genau, also in Ozeanien. So, also. Jetzt freuen wir uns auf Neuseeland. Auf, ja, jetzt.